Das mit der Helligkeit lässt sich so weitertreiben. Etwas komplizierter, nächster Schritt, von der Lautstärke zur Helligkeit mal zum Tempo. Nehmen wir mal eine andere Sammlung hier. Ich schmeiß die mal raus. Meine extrahierten CDs, die ich da nicht vorspielen kann, aus urheberrechtlichen Gründen, aber analysieren darf. Sind meine CDs da? Die hier. Anscheinend nicht. Zum Mordschwecks. Mal gucken, das sieht besser aus. Okay, hier hätte ich meine Musiksammlung. Da muss ich jetzt ein bisschen dran grübeln. Da gucke erstmal nach, ob jede Datei auch wirklich da ist. Oder habe ich eben nicht? Doch, okay. Und nun extrahiere ich. Was sind wir hier? Strongest Beat. Und mit viel Glück ist das dann die BPM-Zahl, die wesentliche BPM-Zahl für diese Stücke. Man kann sich ja einmal angucken, was jetzt passiert. Das sind die Stücke. Strongest Beat. Okay, sollte hinhauen. Extract Features. Ich mache vielleicht mal aber die Excel-Datei dicht. Jetzt gerät er hier auch tatsächlich ein bisschen ins Schwitzen. Das wäre vielleicht ein Punkt, wo ich mal zeigen kann, dass der wirklich alle Kerne benutzt. Da freut man sich dann, wenn man den wenn man die Investition gemacht hat. Endlich hat sich das Geld auch mal gelohnt. Tut aber was für sein Geld. So, das waren jetzt die Values. Und nun würde man hoffen, dass man da jetzt sinnvolle Beats per Minute findet. Was einen irgendwie stutzig macht. Dvorak Nummer 8. Erster Satz 219, zweiter Satz 209, dritter Satz 210. Das ist eher komisch. Wie man sieht, das ist leider nicht sehr hilfreich. Was da jetzt eingebaut ist in J-Audio als Strongest Beat, ist leider nicht das, was man gerne hätte. Das liegt am Funktionsprinzip. Was der baut, ist eine Autokorrelation. Eine Autokorrelationskurve, na, soll nicht gespeichert werden. Und aus der Autokorrelationskurve sucht er sich das Maximum raus. Und das ist leider typischerweise nicht das, was man haben will, sondern einfach der Wert am oberen Anschlag, 210 oder irgendwas. Wenn ich die alle mal wieder rausnehme man kann es sich mal für ein einziges Stück angucken, was passiert. Vielleicht mal den hier. Nur dieses Stück. Dann aber nicht Strongest Beat extrahiert, sondern das komplette Beat-Histogramm. Das heißt, Hüllkurve gebildet, Autokorrelation berechnet und das als Histogramm abgebildet. Etwas schräg ist die Lösung, dass man als Beat-Histogramm die echten Zahlenwerte kriegt, die einen interessieren, wirklich die Höhen in diesem Histogramm. Und man möchte auch eine Beschriftung haben, wie viel Beats per Minute das jeweils sind. Das gibt hier so ein Pseudo-Feature. Das ist dann nicht berechnet, sondern es kommt einfach eine Serie an Zahlenwerten raus, mit der man das beschriften kann. Das mal nur für ein einziges Stück, weil sonst wird es haarsträubend kompliziert. Damit kriege ich einen Einblick, was da passiert, wenn ich hier sage Strongest Beat. Values wieder hier. So, jetzt muss man ein bisschen sortieren hier. Das ist das Beat-Histogramm und unten sollten die Bins stehen. Okay, das ist die Beschriftung. Also diese Sachen sind jetzt nicht aus der Audiodatei generiert, sondern einfach nur die Beschriftung. 20 Beats, 21 Beats per Minute, 22 Beats per Minute und so weiter und so fort.
Und das hier sind die echten Histogrammdaten, die ich daneben setzen kann. Ein bisschen schräge Lösung, aber so kommt man immerhin an die Zahlenwerte, an die echten BPN-Zahlenwerte. Na, bis dahin. Den setze ich da mal rein. Und das hier, so schnell, das hier ist dann wirklich das Beat-Histogramm. Einfügen, Diagramm, und dann ist das da auch XY. Traue ich mich, das zu verbinden? Mal gucken, was passiert. Okay, da kann man gar nicht viel sehen. Gibt auch Stücke, bei denen das etwas anspruchsvoller ist. Ja, mit Mühe kann man jetzt erkennen, oh, da scheint also bei 50, 70, achso, man kann es ja ablesen, schon wieder 62, an dieser Stelle scheint was drin zu sein, aber schwer zu sagen. Und was J-Audio zurückliefert, ist einfach das Maximum. Das wäre dann jetzt irgendwie 220 oder was. Das bringt nicht allzu viel. Also mit einem sehr rhythmischen Stück hat man hier deutliche Peaks drin in der Autokorrelation der Hüllkurve. Aber mit typischen Stücken, und das hier wird zwar Toto Fahrenheit, das sollte eigentlich schon was bringen, aber man sieht leider nicht, diese Peaks sind nicht ordentlich zu erkennen. Und deshalb ist das, was zurückkommt, leider nicht zu gebrauchen. Man könnte jetzt für jedes Stück das extrahieren, hier diese komplette Kurve extrahieren und dann in der eigenen Software oder in Excel damit arbeiten, aber das wäre natürlich ein bisschen sehr anstrengend. Also diese Beat-Angaben sind leider nicht allzu hilfreich, die man da kriegt. Wobei das geht. Also es gibt Programme, die das ordentlich können. Nehmen wir nochmal den Sonic Visualizer. Man muss nur ein bisschen komplizierter dran gehen anscheinend als mit dem Histogramm. Wenn man hier, was hatte ich da, den hier zum Beispiel, wenn man den nimmt und dann mal sagt, Transform Analysis Time, man sieht, welche Tiefen das geht. Es sind x verschiedene Features, die da alle drin sind. Also ich wollte jetzt hier, das war falsch, Time Onsets zum Beispiel, oder Tempo. Tempo ist doch vielleicht nett. Bars. In der Hoffnung, dass man mir jetzt die Takte markiert sogar. Also nicht nur die reine Geschwindigkeit, sondern sogar sagt, oh, das hier sind jetzt Takte. Analyse. Der Algorithmus ist schon etwas raffinierter als das, was in J-Audio passiert. Und man sieht dann jetzt rot markiert Takte. Man sieht auch, wie die mit den Peaks in dem Signal stimmen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, das scheint also tatsächlich taktmäßig zu sein. Bei diesem Stück lustigerweise sitzen die Takte, aber die er erkennt, komplett quer in dem Rhythmus drin. Takt. Takt. Tak. 2, 3, 4, 1. Das sitzt immer auf der 4 anscheinend. Aber immerhin erkennt die Takte und erkennt auch das Tempo ordentlich. Offbeat hat er erkannt. Aber also es geht, wenn man nur will, geht das. Es muss etwas komplizierter aber gemacht werden, als es J-Audio macht.